Schnell werden noch die letzten Vorbereitungen in der Ludwigsgalerie im Schloss Oberhausen getroffen. Wir haben Füchse im Schloss, heißt es da, aber nicht irgendwelche. Deutschlands berühmteste Füchse werden hier mit einer Ausstellung geehrt. Fix und Foxy. Alles dreht sich um Rolf Kauka, den deutschen Walt Disney und seine Comics. Auf gleich 3 Etagen gibt es über 500 Exponate zu bestaunen, Originalzeichnungen und Hefte. Und mittendrin treffen wir Bohne Budrus, den letzten Chefzeichner von Fix und Foxy, der uns verrät, warum er die Geschichten so gerne gezeichnet hat. Sie sind über Jahrzehnte hinweg gewachsen. Ich bin auch über Jahrzehnte hinweg mit den Füchsen groß geworden. Das heißt, ich kenne es wirklich in- und auswendig. Ich weiß, wo welches Haus in Fuchsholzen stehen müsste, weil das Lupusturm auf einem Berg steht. Das heißt, ich fühle mich total sicher. 1953 tritt das deutsche Pendant zu Mickey Mouse seinen Siegeszug an. Schnell werden Fix und Foxy Kult. Für Fans der tierischen Latzhosenträger wird schnell ein munteres Umfeld in dem beschaulichen Kleinstädtchen Fuchsholzen kreiert. Und so tummeln sich dort schnell so illustre Gestalten wie der erfinderische Rabe Nox oder das süße Lupinchen. Zum heimlichen Star der Geschichten avanciert jedoch schnell der verfressene und faule Wolf Lupo. Der ist ja so der Publikumsliebling geworden. Aber ich finde schon den ganz cool, wenn man sich die ganz frühen Sachen anguckt, wo der wirklich als böser Wolf zu sehen war und dann am Ende mit dieser super dicken Nase und dem weißen Lichtfleck drauf, da finde ich den schon sehr süß. Den Nachlass von Rolf Kauka verwaltet seit 2014 der österreichische Medienunternehmer Dr. Stefan Pirch. Aus diesem gewaltigen Schatz stammen die meisten Exponate der Fix und Foxy-Ausstellung. Ich bin schon, muss ich sagen, froh, dass wir eigentlich für alle Besucher die Sachen zur Verfügung stellen können und auch ein bisschen die Zeitgeschichte, die eigene Geschichte aufarbeiten kann, weil man sieht, es hat was, es hat wirklich was und jeder, der hier reinkommt, ist von dem Thema dann sehr stark gefesselt. Die Besucher der Ausstellung erwartet neben den Zeichnungen auch allerhand Kurioses aus dem Fix- und Foxy-Universum. Neben Figürchen und Spielen gibt es auch Fix und Foxy Klopapier zu bestaunen. Für die Comic-Fans heißt es also ab nach Oberhausen. Und um es ein für alle Mal zu klären, Fix ist der mit der gelben Latzhose, Foxy hat die blaue an.